Sorext3554 hat gefragt, ob ich diesen Workflow, um Shorts auf YouTube einzuplanen automatisch, genauer beschreiben kann, Schritt für Schritt. Okay, es wird ein rohes Video, weil ich muss irgendwie 3 Kilogramm Guacamole herstellen, noch vor dem Mittag, und das noch nach Bubicon bringen. Das heißt, ich gehe da Schritt für Schritt schnell durch. Das ist dieser Workflow. Wie läuft der Workflow? Ich habe einen Dropbox-Ordner, da peppe ich all die Videos rein, die mir Opus Clip, AI-powered, was auch immer, das macht mir automatisch Shorts. Die kann ich ein bisschen anpassen, herunterladen mit Download HD. Das ist nicht Thema dieses Videos. Dann habe ich die alle gespeichert in einem Dropbox-Ordner. Und dann läuft dieser Workflow, den wir jetzt Schritt für Schritt zusammen aufbauen. Du kannst da möglichst Schritt für Schritt nachbauen in deinem Make-Account. Make-Account erstellen, kostenlos, mit dem Link unter diesem Video. Du hilfst mir auch ein bisschen damit, wenn du diesen Link verwendest. Und wenn dir solche Videos gefallen, dann wäre jetzt der Moment, um diesen Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. Wenn du aber einen neuen make.com-Account hast, dann hast du hier links Szenarios und Save Changes. Da ist wahrscheinlich leer bei dir. Und oben rechts Create New Szenario. Das ist eigentlich der Bereich, wo du in 90% der Fällen sein wirst in make.com, weil da Szenarien, das sind die Automationen. Okay. Create New Szenario, dann hast du ein leeres Szenario. Unter diesem Video ist auch dieser ganze Workflow zum Download in meinem Sam's Nugget Bereich. Kostet ein bisschen was, sorry, aber das ist mein Job. Und dann kannst du es importieren hier mit 3 Punkten Import Blueprint und musst nichts machen, außer deine Dienste hier in diesen Modulen verbinden. Natürlich dein Dropbox und dein OpenAI Account und dein YouTube Kanal. Der Rest ist aber schon aufgebaut. Create New Szenario. Dropbox. List all files in the subfolder. Wir müssen wissen, wie viele Files und wie sie heißen. Da oben habe ich schon meine Verbindung. Du musst hier Add klicken und gibst einen Namen und klickst Save und dann musst du ein paar Mal klicken, mit deinem Dropbox-Account verbinden. Ich habe das schon verbunden. Jetzt wollen wir Files auflisten, nur die Dateien in diesem Ordner. Es ist ein Ordner, wo ich jetzt einfach all diese Short-Videos reinpeppe, die MP4-Files. Okay, das lassen wir alles so. Hier choose the folder. Und wenn du dein Dropbox verbunden hast, dann, ja, kannst du auch hier suchen und Make. Ich habe hier ein Folder Make gemacht. Das muss ein leerer Folder sein und darin ein Folder, der Archiv heißt. Okay? Das ist mein Folder Make. Achtung hier, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich relevant ist. Vielleicht ist das relevant, 20 Maximum, kannst auch 30, wenn du mehr Shorts machst. Okay, gut, erstes Modul gemacht. Jetzt müssen wir aus dieser Auflistung von Dropbox eine Liste für Make machen und wir machen da hier drin, doch Array Aggregator. Und Source Modul nehmen wir das erste Modul, genau. Dann verbindet sich das mit dem Dropbox Ordner. Und da brauche ich jetzt für später die Bundle Order Position. Das ist immer eine Nummer, 1, 2, 3, 4 für jedes File. Dann File ID, Name.
Ja, Name ist wichtig, weil Opus Clip macht die Filenamen schön mit dem Titel. Das heißt, wir können es nachher mit OpenAI gut nutzen. Okay, diese drei Felder, das ist alles. Dann, als nächstes wollen wir, das gibt uns eine schöne Liste, die Make verarbeiten kann. Und jetzt wollen wir das auch verarbeiten. Das heißt, wir iterieren durch diese Liste. Wir suchen nach Iterator. Das geht durch die ganze Liste hindurch und wir nehmen aus dem zweiten grünen Modul diese Liste Array. Arrays sind immer mit den eckigen Klammern hinten am Namen erkennbar. Okay. Dann wollen wir, jetzt gehen wir durch die Liste von Files hindurch, jetzt eins nach dem anderen. Jetzt wollen wir von Dropbox das erste Video holen, dann das zweite Video holen und die dann einplanen in YouTube. Okay, nochmal Dropbox und wir holen es Download a File. Okay, und File, Select a File wählen wir hier. Wählen jetzt mal. Dieses Verzeichnis, das wir vorhin auch genutzt haben. Und hier muss ich aber für jeden Durchgang einen anderen Namen eingeben aus diesem Modul. Das heißt, ich map jetzt hier. Nur so kann ich solche Variablen, die farbigen, einbinden. Und aus dem Iterator nehme ich den File-Namen. Das ist also das File. Okay. Gut. Mehr braucht es hier nicht. Da sind wir schon halb durch. Wenn ich deinen Namen aussprechen könnte, hätte ich dich jetzt nochmal erwähnt. Jetzt haben wir also das File heruntergeladen. Jetzt wollen wir ein paar Infos dazu, um Titel auszufüllen, vielleicht noch ein Tag. Dafür verwende ich OpenAI. Create a completion, das ist eigentlich das, was man in den meisten Fällen braucht. Das sind so, wenn man Prompts an OpenAI sendet. Okay, auch hier wieder, ich habe meine Verbindung, du musst hier mit Add klicken und deine OpenAI-Key holen. Und dafür ist gut, wenn du hier Online Help klickst. Du musst nämlich auf Plattform .openai dich hier einloggen und hier drin findest du die API Keys und das findest du hier in der in diesem Link Open Online Help findest du genau Schritt für Schritt genau wie du das machst. Das ist nicht viel, also Link Settings und dann API Keys siehst du hier. Okay. Das habe ich schon verbunden. Select a method. Create a completion. Das ist gut. Modell wähle ich immer das Bestmögliche. Gut, jetzt wird es ein bisschen mehr tricky. Brauche ich hier bei Messages kommen die Prompts. Da brauche ich meine Vorlage. Erster Prompt. System Prompt. Geben wir ein bisschen Kontext oder Vorahnung. You make video titles and descriptions based on file names. Das ist die Aufgabe von diesem OpenAI-Bot. The general topics are AI, automation, cool tools and online marketing. Das ist natürlich anders bei dir. The videos are business related. Always speak in first person I, not third person we. Ich werde später noch sagen, dass es in Deutsch machen soll. Und zwar ist es jetzt so, weil ich diese Videos mit Opus Clip erstellt habe hier. Opus Clip macht mir den Filenamen genau wie diesen Titel. Das heißt, ich kann aus dem Filenamen schon ein bisschen vom Inhalt erahnen. Also nächste Message hier.
Rolle User. User verwende ich, wenn ich wirklich Variablen eingeben will und die Daten mitteilen will. Jetzt kommen ein paar Dinge, die du beachten solltest. Message Content. This is the file name. File name. Aus dem blauen Modul. Das gibt OpenAI den Dateinamen, nur den Dateinamen. You create the titles and descriptions in informal German language. You use do, not see. The output has to be JSON format. JSON sind eine simple Struktur, und zwar nur in meinem Fall jetzt Titel, Title, Description und ein Tag. Und das ist immer in Anführungsschlusszeichen, Doppelpunkt, also Key, Wert, Key, Wert, Key, Wert. Dazwischen Kommas, aber nur zwischen, also nicht am Ende hier. Das ist dieser Prompt. Habe ich noch mehr? Nein, das ist alles hier. Max Tokens setze ich jeweils ein 0 rein. Wenn ein 0 drin ist, dann kann es einfach so viele Tokens verwenden, wie es braucht. Kostet halt vielleicht ein bisschen mehr, aber die Resultate sind auch besser. Und Kosten sind wirklich in Bruchteilen von Rappen oder Cents. Also nichts, das ich wirklich mich kümmert. Ich habe mal $20 oder so bei OpenAI hier reingeladen mit der Kreditkarte, und das reicht bis heute. Es braucht wirklich nicht viel. Dann aber wichtig hier, Show Advanced Settings. Das ist jetzt sehr wichtig, und das ist ehrlich gesagt das Beste meiner Meinung nach an diesem OpenAI-Modul, dass wir hier drin, das meiste können wir einfach lassen. Hier Response Format Text umstellen können auf JSON-Objekt, damit wir wirklich diese Resultate von OpenAI viel besser nutzen können. Und hier Parse JSON Response auf Yes. Das heißt, die einzelnen Felder in meinem JSON-File, also Titel, Description und Tag, sind nachher als einzelne Felder verfügbar für die weitere Nutzung in dieser Automation. Mehr muss ich nicht machen? Okay. Gut. Ich schaue jetzt hier wieder nach. Jetzt haben wir also das File. Wir haben durch OpenAI einen Titel, eine Beschreibung und einen Tag erstellt. Mehr brauchen wir nicht, um Shorts hochzuladen. Wir wollen aber die Shorts nicht alle gleichzeitig veröffentlichen, sondern wir wollen sie in Abständen von zum Beispiel 8 Stunden veröffentlichen. Dann sind das 3 pro Tag und überfordert nicht das System. Okay. Ich verwende 8 oder 6 Stunden Abstände in der Regel. So. Wir nehmen also ein YouTube-Modul. Ich muss Guacamole machen, muss ein bisschen vorwärts machen hier. Upload a video. Für 3 Kilo Guacamole, wie viele Avocados brauche ich da? Wahrscheinlich 10 oder so? Oder 12? We will see. Gut. Auch hier wieder, wie bei all diesen Modulen, beim ersten Mal musst du deine Verbindung herstellen. Das heißt, du klickst hier auf Add und klickst durch die paar Klicks hindurch, die es braucht, dafür nicht viel, die Berechtigungen geben, und sonst hier auf Online Help, da ist es Schritt für Schritt beschrieben. Gut, hier sind wir also drin. Wir müssen Videos haben, die weniger lang sind als 1 Minute, sonst sind sie nicht Shorts, aber wenn sie das sind, dann sind wir good to go. Ja, was wir jetzt machen, wir müssen es einmal durchspielen, damit wir die Daten haben von OpenAI. Das heißt, ich muss jetzt irgendein File in diesen Ordner peppen. Ich lösche dieses Modul schnell. Ich lasse das jetzt einfach laufen. Diese Kreise hier, diese Bubbles, sagen, es lief jetzt einmal durch. Und wenn ich hier klicke, kann ich die Daten sehen, die es wirklich generiert hat. Und jetzt kann ich bei Output von OpenAI schauen, bei Result, Titel, Zero Code Git, automatisierte Textextraktion, leicht gemacht. Description,
hey, in diesem Video zeige ich dir bla 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 bla. Und Tag Textextraktion. Gut, jetzt haben wir die Daten. Jetzt hänge ich mein YouTube-Modul Run Open, Upload a Video. Und Titel. Jetzt, weil ich es einmal durchgeführt habe, habe ich jetzt bei Result diese Daten drin. Da klicke ich auf Title. Super. File, Dropbox, das ist richtig. Video Category, jetzt kann ich wählen zum Beispiel Science and Technology in meinem Fall. Privacy Status, ja, Private machen. Das ist ein bisschen ein Trick. Private. Und nachher Publish Ad. Wann soll es veröffentlicht werden? Und jetzt müssen wir, weil das ja jetzt 30 Mal vielleicht durchläuft, müssen wir eine Formel drin haben, damit es nicht alle jetzt sofort veröffentlicht. Gut, wir müssen jetzt, also basierend auf zum Beispiel jetzt. Jetzt ist, wir haben hier oben ein Datum, ein Kalender. Das ist alles mit Daten, ist da drin. Wir haben now, ist publish at now. Ich würde jetzt natürlich all die Videos jetzt veröffentlichen. Ich will aber Stunden dazu zählen. Das heißt, ich mache jetzt add hours, Stunden dazu. Wenn ich drüber fahre, sehe ich, wie das ausschauen muss. Und zwar oben jetzt im Grauen, add hours, Klammer auf, date und dann ein Number. Wie viele Stunden soll es hinzufügen? Okay, add hours hat zwei Felder. Im ersten peppen wir dieses now rein. Im ersten now rein und im zweiten, wie viele Stunden will ich hinzufügen? 8 zum Beispiel. Weil 24 durch 8 teilbar ist, dann würde es dann jeden Tag um die gleiche Zeit posten, jeweils 3 pro Tag. Okay. Jetzt aber, wenn ich jetzt now plus 8 mache, dann postet es alle meine 30 Videos in 8 Stunden. Das heißt, ich muss jetzt noch hochzählen. Und zwar brauche ich dafür die Formel hier mal, Multiplication, und dann die Order Position, die wir erhalten haben hier, Order Position 1. Beim zweiten Durchgang ist das eine 2. Das heißt jetzt, nicht hier im YouTube-Ding, das heißt 8 mal Bundle Order Position. Okay, dann habe ich somit mein Video hochgeladen. Mal schauen. Nein, ich will jetzt auch noch die Description rein tun. Description, schau Advanced Settings. Da drin sind sie versteckt. Wenn ich Tags hinzufügen will, Add Tag, Tag 1, da peppe ich Textextraktion rein. Tag 2, schreibe ich zum Beispiel Shorts rein. Tag 3, Samstein. Okay. Das ist alles für das YouTube-Modul. Das heißt, wir haben jetzt ein Workflow, das hochlädt und 20 hochladen würde. Was ich jetzt aber mache, aus hygienischen Gründen, bevor ich jetzt wirklich Guacamole machen muss, Dropbox, Move, und das suchen, Move a File Folder. Das mache ich jetzt auch für jedes File. Gehe ich hier durch und Select a File Folder, File. Ich will nämlich jedes File, das hochgeladen wurde, dann in den Archivordner verschieben. Deshalb hier Map, damit ich eine Variable verwenden kann. Und aus dem Iterator die File-ID. Anhand von diesem File-ID findet Dropbox super gut das File. Und hier Choose a Folder, kann ich so, muss ich nichts mappen. Suche hier wieder einen Folder. Ich habe diesen Make-Folder und darin einen Archive-Folder. Das musst du zuerst erstellen in deinem Dropbox-Ordner Make.
damit es hier gefunden wird. Und New Name verwende ich genau den gleichen Namen. Das heißt Name hier. Okay. Dann hier Magic, dass es schön auflistet und Nachbau Clips zu YouTube als Namen speichern. Super, das ist die Automation. Ich habe jetzt ein Video drin, das ich schon mal veröffentlicht habe, aber jetzt spielt das nicht so die Rolle. Run once. Das wurde jetzt zu YouTube hochgeladen, konnte aber nicht verschieben, weil es Conflict File. Dropbox-Ordner, ja. Wahrscheinlich, weil es das File schon mal gab. Ja, es gibt diesen File schon mit diesem Namen im Archivordner und es konnte darum nicht drüber speichern. In der Regel sollte das also funktionieren, wenn du nicht Files verwendest, die schon im Archivordner sind, sonst löscht du die zuerst aus dem Archivfolder. Aber grundsätzlich funktioniert diese Automation, wenn wir jetzt zu Channel gehen, Content, sollten wir hier bei Shorts, jawohl, das hat jetzt direkt und ist jetzt am Processing direkt veröffentlicht. Frag mich jetzt ein bisschen, warum es da nicht 8 dazu, 8 mal 1 dazu gepeppt hat. Aber das sprengt jetzt den Rahmen, das zu troubleshoot. Diese ganze Automation ist in meinem Sam's Nuggets herunterladbar. Und dann kannst du es importieren mit Import Blueprint. Dann musst du das nicht Schritt für Schritt nachbauen. Musst du nur oben in den Modulen deine Verbindung eingeben. Und der Rest ist für dich vorbereitet. Also Link zu Sam's Nuggets findest du unter diesem Video. Wenn dir diese Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch. Schau die anderen Videos auf diesem Kanal an. Es kommen ein paar recht coole Automationen in den nächsten Tagen. Mein Ziel ist, mehrere Videos pro Woche hochzuladen mit coolen Automationen, die wirklich nützlich sind für deinen Alltag. See you soon. Bye bye. Yeah, wie cool ist das?